100 Jahre Geschichte. Als das Ludwig-Hoffmann-Quartier erbaut wurde, regierte in Deutschland ein Kaiser. Wurde die Titanic gerade auf Kiel gelegt und Autos waren eine Attraktion. Als Genesungsheim konzipiert, beeindruckt das Areal noch heute mit seiner Weitläufigkeit und den fast schlossartigen repräsentativen Gebäuden. Der Baumeister dieser Anlage war ein Architekturstar seiner Epoche. Der geheime Baurat und Ehrenbürger von Berlin, Ludwig Hoffmann. Er setzte als oberster Baumeister der Hauptstadt neue Maßstäbe und prägte mit 150 Gebäuden das Bild der Metropole. Ludwig Hoffmann schuf Badeanstalten, Schulen oder überraschte mit verspielten Brunnenanlagen. Sein Interesse galt jedem Detail. Allein der optischen Spannung wegen ließ er beim Stadthaus Berlin wenige Zentimeter des Turmes abtragen. Das weltberühmte Pergamonmuseum entstand unter seiner Leitung. Aber kein Projekt hat ihn so viel Kraft und Zeit gekostet wie die Heilanstalten in Berlin-Buch. Der Ludwig-Park ist nur eine dieser fünf großen Anlagen. Inzwischen aufwendig saniert und komplett vermietet, ist das ehemalige Genesungsheim Heimat zufriedener Wohnungseigentümer. Am Zeichenbrett gegen politische Widerstände und Anfeindungen hat Ludwig Hoffmann vor 100 Jahren etwas Großartiges geschaffen. In seiner Krankenhausstadt sollten die Menschen in einer parkähnlichen Anlage Ruhe und Erholung finden. Eine Architektur mit sozialem Gewissen und dem Streben nach Schönheit. Damals ungewöhnlich, heute einzigartig. 100 Jahre nach seiner Entstehung erfährt das Ludwig-Hoffmann-Quartier eine Transformation in eine neue Zeit. Aus dem Genesungsheim wird ein modernes Wohnensemble. Der Komplex wird komplett saniert, behutsam und im Geiste von Ludwig Hoffmann. Die denkmalgeschützten Außenanlagen werden aufwendig instand gesetzt. Brunnen, Pavillons, Spazierwege. Der Charme der Anlage bleibt erhalten. Das Wohnen wird hier zu einem besonderen Erlebnis. ...210 Eigentumswohnungen entstehen im Ludwig-Hoffmann-Quartier. Mit Größen von ca. 45 bis 130 Quadratmetern. Die Wohnungen sind hell, luftig und hochwertig ausgestattet. Mit Einbauküchen und modernen Bädern. Schönes Wohnen hinter historischer Fassade. Das ist hier möglich. Im Quartier werden Leben, Arbeit und Bildung miteinander verbunden. Etwa die Hälfte der Anlage ist dem Wohnen vorbehalten. In einigen Gebäuden sind Gewerbeansiedlungen geplant, insbesondere aus dem Bereich der Biotechnologie. Darüber hinaus soll eine Montessori-Schule mit Kita hier einen Platz finden. Neues Leben auf historischem Areal. Ludwig Hoffmann hat die Architektur der Hauptstadt entscheidend mitgestaltet. Er war einer der Ersten, der versuchte, eine Architektur für die Moderne zu entwickeln. Sein Wunsch war eine Stadt, die mithalten konnte mit den großen Metropolen dieser Welt. Inzwischen ist das Wirklichkeit. Es gilt nach wie vor: Berlin boomt. Die Metropole gehört zu den beliebtesten Reisezielen und Wohnorten weltweit. Sie ist Hauptstadt und politisches Zentrum. Charmant, kosmopolitisch und voller Energie. Die Berliner lieben diese Stadt wegen ihrer Vielfalt. Vom Bahnhof Friedrichstraße bis zum Stadtteil Buch sind es nur 23 Minuten Fahrzeit. Buch gilt als Gesundheitsstadt.
Hier sind renommierte Kliniken angesiedelt. Aber Buch ist auch ein international anerkannter Forschungs- und Wissenschaftsstandort. Herausragend dabei das Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Hier kann man arbeiten, einkaufen und lebt dabei in einem Bezirk mit hohem Grünanteil und viel Lebensqualität. Buch, das ist ein wachsender Gesundheits-, Wissenschafts- und Technologiestandort und ein attraktiver Wohnort, der noch heute von den Leistungen des Architekten Ludwig Hoffmann profitiert. Vor 100 Jahren hat er die Krankenhausstadt konzipiert und gebaut. Sie gilt als eine Meisterleistung. Ludwig Hoffmann, ein Architekt mit der Vision, etwas Großes zu schaffen. In Berlin-Buch ist ihm das gelungen. Im Ludwig-Hoffmann-Quartier wird es weiterleben.